Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Es geht weiter mit dem Auto von meiner Mutter, und zwar mit dem 525i Touring hier, wo ich den Motor und das Getriebe getauscht habe. Und ich habe euch ja versprochen, es wird auf alle Fälle eine Probefahrt, beziehungsweise im Getriebe gucken, ob es richtiger Füllstand ist, ob das alles richtig läuft. Ich habe mir das jetzt angeguckt bei ZF und habe mir ein Video über das Getriebe angeguckt, und da wird gesagt, dass der Wagen laufen muss, man muss alle Gänge durchschalten. Das habe ich jetzt schon gemacht, der Wagen lief gerade kurz. Ich mache den jetzt auch direkt wieder an, damit er wieder läuft. Läuft butterweich, saugeil. Freut mich, dass der Wagen so gut läuft. Ja, der Wagen muss zwischen 30 und 40 Grad sollte das Getriebeöl haben. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich habe jetzt kein Thermometer hier oder sowas, womit ich das messen kann. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall im Rahmen. Es darf auf gar keinen Fall kalt sein, das ist wichtig. Dann die Gänge durchschalten, ganz wichtig, und dass die Bremse getreten wird dabei. Also Bremse treten, R, D, 1, 2, in dem Fall geht nicht weiter, weil sonst er lässt euch nicht in den nächsten Gang rein. Also er lässt euch nicht in 3 rein. Das macht ihr dann 2-3 Mal. Dann Auto anlassen, wie ich jetzt gemacht habe. Wir machen jetzt gleich nochmal schnell die Gänge durchschalten, und dann kommt das Auto hoch. Und dann werden wir die Öleinfüllschraube lösen und gucken, ob halt schon Öl rausläuft. Normalerweise dürfte kein Öl rauslaufen. Dann müssen wir das quasi in dem Moment so ready machen, also unsere Pumpe und alles ready machen, dass wir direkt Öl einfüllen können. Das ist ganz wichtig, weil es muss definitiv dann Öl rein. Und ich gehe auch davon aus, dass Öl noch rein muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es gereicht hat. War zwar überall noch so ein bisschen drin, aber wir haben so ungefähr, ich würde jetzt fast sagen, 5,5 Liter reingekippt. Oder vielleicht auch 6, aber das ist fast noch zu wenig, meine ich. Aber wir werden sehen. Wir machen das Auto jetzt gleich hoch und dann gucken wir mal. Ganz einfach. Jetzt kommt das Auto hoch. So, Handschuhe und natürlich ein Auffangbehältnis drunter stellen. Könnte Öl rauslaufen. Es läuft kein Öl raus, das heißt, es ist zu wenig drin. So, ich habe jetzt mein Ölbehältnis hier hingestellt und habe die Pumpe vollgesogen. Jetzt kommen die Schrauben oben rein. Jetzt drücken wir Öl ins Getriebe rein, bis es ganz bisschen weiter rausläuft. Jetzt kommt was rausgetropft. Ja, jetzt kommt es raus. Wenn ich jetzt den Schlauch rausziehe. Ja, da kommt es. Perfekt. Jetzt ein bisschen den alten Scheiß raus. Ja. So, das war's. Wenn das nicht so kalt gewesen wäre, wäre es auch ein bisschen einfacher. Aber mit dieser Pumpe unter der Position ist es halt, die Schläuche sind ein bisschen zu kurz. Dann könnte man das in der Position machen, aber so muss man oberhalb drücken. Grauenhaft. Jetzt müssen wir das Ganze wieder festziehen. Nicht vergessen, 35 Newtonmeter bekommen die. Das war's. Das ist fertig. Jetzt suchen wir uns noch ein bisschen Bremsen rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das Auto kann wieder runter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Probefahrt. Wir sind im Auto. Ich hoffe, das klappt hier alles. Wir sind draußen. Wir sind in D, wir rollen. Ist schon mal sehr gut. So, ich würde sagen, wir fahren erstmal gar nicht so weit weg. Nicht, dass wir hier irgendwo gleich rumstehen. Das hört sich aber gut. Sind noch scheiße eingestellt. So. Einfach hochmachen, damit man was sieht. So, jetzt sehen wir was. Ich fahre nicht zu schnell. Alles noch gediegen angehen lassen, das Getriebe noch ein paar Mal durchschalten lassen durch die ganze Gänge.
Ansonsten fahren wir auch jetzt gleich mal. Er fühlt sich noch ein bisschen so, dass er noch nicht richtig schalten möchte an. Aber wenn er schaltet, schaltet es mega sauber. Wir können ja auch mal in manuell gehen. So, wir sind jetzt 3, 4, 5. Oh, butterweich. Also Ölwechsel, boah, das ist auf alle Fälle eine andere Sache beim Getriebe. Das, ich denke mal, das wird bei mir dann auch im Weiten besser sein danach. Bei mir beim 45, das muss ich mich auch noch machen. Jetzt hat er gerade so, als wenn es rutschen würde, gemacht. Aber läuft 100-mal besser. Ein bisschen weiter rausfahren. Und das ist ganz anderes Fahren als vorher mit dem Auto. Wirklich. Also vorher hat der Motor gar nicht gezogen. Und wenn er dann gezogen hat, hat er halt angefangen, ja nicht Zündung zu nehmen. Also schon irgendwie. Aber ganz komisch. So, ich würde sagen, wir fahren mal eine größere Runde. Ich bin jetzt im 5. Gang und manuell geschaltet. Ich schalte jetzt meinen 4. Habt ihr nicht bemerkt? Warte, 3. Habt ihr nicht bemerkt? Den habe ich ganz leicht gemerkt. 2. Ja, den habe ich gemerkt, weil er halt zu hohe Drehzahl hat. Wir kommen jetzt hier in den Ort rein. In 1 macht man eigentlich nicht. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Erfolgserlebnis. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit dem Thermostat ist. Was gefällt mir nicht. Ob er nochmal entlüftet werden muss. Ich rieche aber noch, Abgase, wenn wir stehen. Mal gucken, dass das ganze Zeug mal so ein bisschen verbrennt da. Aber läuft mega. Ich würde sagen, voller Erfolg. Voller Erfolg. Was sagt ihr? Ich hoffe, das hätte überhaupt hier geklappt mit der GoPro so in dem Winkel und alles. Aber das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Doch, läuft butterweich. Das Einzige, was mich halt stört, ist halt, dass die Temperatur nicht hochgeht und wir immer noch leichte weiße Rauchentwicklung hinten haben, aber nur, jetzt ist es eigentlich weg. Ja, jetzt ist weg. Ja, es kann halt sein, dass er halt das ganze Kondenswasser muss halt irgendwie raus und ja, mein, wo soll es hin, außer im Auspuff stehen? Boah, das läuft super. Das läuft mega. Wir sind im Muttis Auto und ich habe gedacht, komm, schneide ich hinten noch einmal. Schneide ich noch hinten dran, was Mutti von ihrem eigenen Auto sagt. Und? Ja, fahr erst mal. Ja, wir stehen ja noch. Noch musst du den Motor hören. Du hörst das nicht? Das ist so ein bisschen Gas, sogar ganz klein bisschen Gaspedal. Der ist wirklich viel, viel besser als der andere Motor. Also von der Leistung her merke ich das. Da können wir rausfahren, Muttern. Jetzt ach, was du nicht sagst. Ja, jetzt fährt Muttern. Gucken wir mal, was du sagst. Na mal hier P, ne? Weißt du, wie das geht? Na, du fährst das ja auch. Nee, ich fahre keiner. Ach nee. Stimmt. Da ist kein Automatik. Ist das ungewohnt. Das Gaspedal, ne? Furcht. Das habe ich aber bei mir auch gehabt. Oh, hier wird rechts von links gewesen, muss aufpassen. Was hast du? Dass mein Handy runterfällt. Hier rechts.
Du rast schon wieder voll. Du musst nicht rasen, ne? Ich rast doch nicht. Hier ist 70. Warte, nicht sagst. Du bist 80. Ja, und? Jetzt haben wir keine 70 mehr. Jetzt zusammen. Dann gib mal Vollgas. Ja, wenn mir was entgegenkommt. Ja, da vorne ist eine Kurve, sonst kannst du es nicht mehr machen. Mir reicht das. Aber fällt gut, oder? Ja. Der zeigt aber Anschnaller nicht. Nein, das ist Airbag. Das ist, weil ich den Stecker doch am Sitz abgemacht hatte. Und warum ist der nicht wieder dran? Ja, ich habe den vergessen, vielleicht richtig drauf zu machen. Ah ja, dann machst du das. Ja. Der war aber erst hier, dass er... Die blinken alle immer so 10 Minuten vorher. 10 Minuten, so eine Sekunde. Nein, nein, so eine halbe Sekunde. Auch noch. Ja, komm, jetzt. Oh mein Gott. Gib ihm, Mutter, gib ihm! Ich weiß gar nicht, was du meinst jetzt. Wenn ich so, wenn ich so losfahre, dann ist das schon krass. Tankdeckel ist auf der rechten Seite. Da. Ja. Also fährst du einfach, fahr die hintere rein. Und jetzt sag, was hältst du vom Auto? Schön, wunderschön. Hat er gut gemacht. Ja? Ja. Gut. Sehr gut. Das heißt, tanken und zurück zur Halle. Okay, gut. Du gehst bezahlen? Nee. Ja. Ihr habt die Probefahrt mit meiner Mutter gesehen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin mega zufrieden. Es hat alles so geklappt, wie ich das wollte. Der Wagen fährt mega gut, hört sich gut an, läuft alles rund, klappert nichts. Vibration habe ich ja im Video gesagt, so also bei 2000 Touren. Ich habe das Gefühl, es ist das Mittellager von der Kardanwelle, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich würde es jetzt mal ein bisschen beobachten, dass es nicht zu stark wird. Wenn nicht, müssen wir halt ein Mittellager holen. Ist jetzt aber auch nicht die teure Weltgeschichte. Das kann man auch nach und nach machen. Das ist jetzt ja nicht sofort notwendig, jetzt sofort dringend zu machen. Man hört es zwar leicht und ich gehe mal davon aus, dass es das Mittellager ist, weil das das Einzige ist, was da vibrieren kann, meiner Meinung nach. Aber sonst bin ich mega zufrieden mit dem Auto. Und meine Mutter anscheinend auch. Das bedeutet, wir haben das fertig und wir werden uns jetzt nach und nach mit dem Auto beschäftigen. Und zwar wird dann noch das Radio getauscht. Die kriegt mein altes X-Schons-Radio. Da habe ich auch ein iBus-Interface geholt, also ein Ressler-Interface geholt und die iBus-Lizenz. Dass meine Mutter auch einen Bordcomputer hat und so weiter. Mega gut. Da haben wir alle drei Autos mit X-Trans Radio. Also besser geht's gar nicht, meiner Meinung nach. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, ne, nicht vergessen, abonnieren und natürlich den Like-Button drücken. Und einen Kommentar würde mich freuen. Und denke ich mal, meine Mutter wird es auch freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Also haut rein. Tschüss zusammen.